Und ein herzliches Willkommen auf Parkstraße und Schlossallee, dem neuen Magnolia-Sender. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, was machst du hier, liebe Diana? Warum bist du nicht auf deinem Kanal? Das frage ich mich auch. Spaß beiseite. Ich bin heute hier mit ganz, ganz vielen anderen YouTubern, sowohl Mädels als auch Jungs. Nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft und in der Vergangenheit. Nämlich am Montag und am Dienstag sind hier schon fleißig Videos hochgeladen worden rund um das Thema Beauty und Fashion. Also seid auf jeden Fall gespannt auf die ganzen tollen Videos von uns YouTubern hier. Ja, das Ganze erwartet euch also. Ganz, ganz viele tolle Videos, Inspiration, Ideen und so weiter. Und ja, heute geht es in meinem Video um das Thema Schmuck unter dem Motto Schmück dich hübsch. Wir reden also heute über Ketten, insbesondere Ketten. Was ich mit euch so vorhabe, was ich euch so erzählen will, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Okay, also ich habe Unmengen an Schmuck zu Hause, sowohl echten Schmuck als auch ganz, ganz viel Modeschmuck. Schön, aber der Schmuck verstaubt bei mir total oft oder es gibt dann eben so Teile, die trage ich ständig und immer und überall und dann gibt es halt echt schöne Teile, die ich komplett vergessen habe, die irgendwo hinter irgendeinem Spiegel in der Tat rumhängen und einfach nur verstauben. Ich dachte mir also, ich lerne aus meinen Fehlern und gebe euch so ein paar Ideen und Inspirationen, wie ihr eure Ketten am besten tragen könnt, wie sie zum Einsatz kommen sozusagen und nicht in Vergessenheit geraten. Tipp Nummer 1 wäre dann dieser hier. Was wir jetzt zusammen machen, ist, dass wir unsere ganzen Ketten rausholen, ja, egal wo sie sind, egal wie sie aussehen, ob sie nun 5 Jahre alt sind oder ganz, ganz neu gekauft worden sind, alle Ketten rausholen, auf einen Tisch legen und erstmal tief durchatmen und sich mal vor Augen führen, wie viele Ketten wir eigentlich haben. Tipp Nummer 2 ist, dass ich meine Ketten nach Farben sortiere, wenn ich denn jetzt so viele verschiedene Farben habe. Und ich sortiere sie nach der Form. Das heißt, habe ich runde Ketten, kurze Ketten, sind es Statement-Ketten oder sind es irgendwie so ganz filigrane Ketten. Erstmal schön sortieren, die zu denen und die zu der Gruppe. Und dann hat man erstmal einen schönen Überblick, wie viele Ketten man eigentlich hat, wie die auch wirklich aussehen. Ja, dachte man schon nach Tipp 1, aber nach Tipp 2 wird einem, glaube ich, noch mal mehr bewusst. Tipp Nummer 3, den ich euch super, super gerne weitergeben möchte, was auch so die Auswahl ein bisschen erleichtert, was trage ich heute für eine Kette, ist, dass ganz bestimmte Ketten passen zu ganz bestimmten Oberteilen. Behaupte ich zumindest mal. Kann natürlich auch super falsch liegen. In der Mode gibt es ja sowieso keine Regeln. Da ist ja sowieso alles erlaubt. Aber es ist einfach nur eine kleine Inspiration. Beispiel, wenn ihr zum Beispiel einen Pullover anhabt, der einen V-Ausschnitt hat, dann passen meiner Meinung nach ganz ideal Ketten, die auch dieselbe Form haben von dem V-Ausschnitt. Weil ich finde, dass sich das einfach schön ergänzt. Lange Ketten passen perfekt zu Blusen, denn eine Bluse hat ja eher einen sehr tiefen Ausschnitt. Wenn man natürlich drunter ein schönes Tanktop anhat, dann kann man die Bluse erst ab, ja, ich würde sagen, Brusthöhe zuknöpfen nach unten hin. Und dann fällt die lange Kette ja wieder ganz, ganz anders, wie jetzt zum Beispiel eine, die hier ihr Ende hat, am Schlüsselbein oder so, dann ist hier einfach viel zu viel Platz, würde ich jetzt mal sagen. Also das auch als so ein kleiner Tipp von mir. Und dann Tipp Nummer 4, der da wäre, holt alle eure Ketten natürlich raus. Haben wir ja schon bei Tipp 1 und Tipp 2 gemacht. Aber schaut aber zu, dass ihr eure Ketten vielleicht so anordnet und so organisiert, dass ihr sie auch wirklich jeden Tag seht. Wenn ihr jetzt nichts habt, wo ihr die Ketten aufhängen könnt, dann ein Tipp von mir. Es gibt im IKEA so ein wundervolles Aufhängesystem, das, glaube ich, eigentlich für die Küche gedacht ist. Aber ich habe es einfach zweckentfremdet und so hängt es bei mir an der Wand. Und so kann ich mit so einem Clip Verschluss einfach meine Ketten hinhängen. Sie verwurschteln sich nicht ineinander und so habt ihr einfach
alles super schön im Überblick und seht eure Ketten täglich. Was ich euch auch auf dem Weg mitgeben kann, ist, dass ihr euch beispielsweise pro Woche 2 Ketten rausholt und rauslegt auch und zum Beispiel sagt, okay, die Ketten möchte ich diese Woche wirklich tragen und dann könnt ihr nach der ganzen Woche, die vergangen ist, einfach die Ketten wieder zur Seite legen und 2 neue rausholen. So kommt einfach euer Schmuck auch wirklich in Gebrauch und gerät nicht in Vergessenheit, so wie es halt oft der Fall ist. Aber mir geht es da ja genauso. Das nur so als kleiner Tipp. Legt sie euch hin, schaut sie euch an und entdeckt vielleicht auch neue Kombinationsmöglichkeiten mit euren Klamotten. Das waren also meine ganzen Tipps zu dem Thema Schmück dich hübsch. Ich hoffe natürlich sehr, dass ich euch so ein bisschen inspirieren konnte, jetzt euren ganzen Schmuck rauszuholen und ihn wieder gern zu haben und lieb zu haben. Jetzt möchte ich euch noch auf 2 Videos hinweisen, die ihr euch definitiv anschauen solltet. Einmal hier von der lieben Jasmina, sie erzählt euch auch etwas über Schmuck. Und einmal hier von Maxi. Absolut lohnenswert, sehenswert, genau. Auch Jungs machen bei uns mit, wie ihr seht. Ich hoffe natürlich, dass ihr bei den beiden hier vorbeischaut und dass ihr ansonsten ganz viel Spaß hier auf unserem Sender habt und freut euch auf jeden Fall auf ganz, ganz viele spannende und tolle Videos in Zukunft. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen und sonnigen Tag und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss. Macht's gut.